Wir sind Jan Lübbe, ich bin Chris Fiege und wir sind vom Freifunk Braunschweig und genau, wir möchten heute ein bisschen was erzählen. Unser Thema ist Project Parker, also klassisches Routing für Freifunk. Wir kommen vom Freifunk Braunschweig, wir betreiben ein Freifunknetz mit sowas wie 350 Knoten, sind etwas mehr als eine Handvoll Aktive, die das Netz betreiben. Machen sonst relativ klassisches Gluon, haben Batman, wir haben Ad-Hoc-Mesh, Fasti, also nichts Besonderes an der Stelle eigentlich, was wir machen. Wir möchten heute einen technischen Talk halten, das heißt, wir sind uns durchaus bewusst, dass das, was wir machen, durchaus auch eine politische Dimension für Freifunk hat, wenn man das so umsetzen würde. Das soll heute nicht das Thema sein, wir möchten über die Technik reden. Möchten wir kurz ein bisschen Motivation geben, warum machen wir eigentlich was Neues und benutzen nicht das Alte so weiter? Und dann halt vorstellen, was ist unser Project Parker? Und dann würden wir gerne in eine Diskussion abdriften, was, glaube ich, der wertvollste Teil heute sein dürfte, dass wir so ein bisschen mitkriegen, was haltet ihr eigentlich davon? Habt ihr noch Meinungen dazu? Angefangen hat eigentlich das Projekt 2016. Da steckten wir mit unserem Freifunk so ein bisschen in der Sinnkrise. Wir waren so Turnschuh-Admins, wir sind immer dann, wenn was kaputt war, losgelaufen, haben gegen die Infrastruktur getreten, damit es irgendwie wieder funktioniert. Aber wir haben irgendwie nichts mehr Neues gemacht und hatten auch keinen Spaß mehr dran. Haben dann irgendwie so einen Reboot-Workshop gemacht und am Ende kam raus, eigentlich möchten wir uns mehr auf die Dinge konzentrieren, die uns wirklich Spaß machen. Und das heute ist halt ein Teil von den Sachen, die uns mehr Spaß machen, als nur gegen Infrastruktur zu treten. Genau. Jan, dann tausch doch mal bitte auf die andere Präsentation. Jetzt musst du da hingucken. Ja, das kriege ich hoffentlich hin. Genau. Ja, Batman. Meine Präsentation, die hat ein Freifunker, der Georg bei uns, ich glaube so 2015 gemacht. Und das ist aber immer noch wahr, was da steht, finde ich. Von daher greifen wir die hier mal auf. Was ist Batman denn eigentlich? Naja, Batman, Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking. Kennt ja alle, wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt, was der Name einem sagen möchte, ist das eine ganze Menge Blabla vorne und hinten, was jetzt irgendwie keinen Inhalt liefert zu dem, was es jetzt wirklich tut. Unten drunter steckt dann aber irgendwie, es ist Mobile Ad-Hoc Networking und das Ad-Hoc heißt bei uns halt aber, wir machen Wi-Fi im Ad-Hoc-Mode. Das heißt, das ist unser Routing-Protokoll, mit dem wir halt dann ja, irgendwie den Traffic durch unser Netz bringen wollen. Wenn man sich jetzt so ein Freifunknetz anguckt, sieht das irgendwie so aus. Wir haben jetzt hier zwei Router, die sind beide kabelgebunden mit dem Internet verbunden. Die Internet ist die Box hier vorne, die da so neben dem Haus steht. Und das im Vordergrund sind dann unsere Gateways, die irgendwo im Internet sind. Modern sagt man wohl in der Cloud. Und genau, das sind jetzt so die Bausteine, die wir haben. Die beiden Router sind nah beieinander, die können meshen. Was davon ist jetzt eigentlich mobil? Naja, irgendwie all die Dinge. Also die Router sind ortsfest, die Verbindungen zum Internet sind ortsfest, im Internet ist sowieso kein Funk, sondern es ist alles Kabel. Also von daher auch da irgendwie kein Ad-Hoc-Wi-Fi. Das Einzige, was Wi-Fi ist in diesem Setup, ist eigentlich unser Client, der hier Wi-Fi machen möchte, um das Internet zu benutzen oder Freifunk zu benutzen. Wenn man jetzt mal schaut, wo machen wir eigentlich Batman, machen wir überall da Batman, wo es weder mobil noch Wi-Fi ist, außer auf der Mesh-Strecke zwischen den beiden Routern. Und das zeigt, glaube ich, irgendwie sehr schön, naja, macht Batman für sowas Sinn? Vielleicht nicht überall. Ja, was macht unser Batman eigentlich an dieser Stelle? Ja, was in der Tat ja in vielen Freifunknetzen ein Problem ist. Irgendwie die Performance über so ein Layer 2 VPN ist problematisch. Wir haben viele große Freifunk-Communities fangen an, ihre Freifunknetze zu segmentieren. Also hat man irgendwie Multidomain, es gibt Hoods, es gibt verschiedene Namen dafür. Mittlerweile im Gluon Upstream sogar verfügbar, dass ich halt mein Netz von vornherein in mehrere örtliche Bereiche segmentieren kann. Wir stellen uns aber die Frage, braucht man eigentlich Mobilität im gesamten Netz? Braucht man ein großes Layer 2-Netz im gesamten Netz? Bringt das nicht sowieso schon eine erhöhte Komplexität, wenn man Multidomain macht für den Benutzer? Kann man das dann nicht einfach in Kauf nehmen, vielleicht die Komplexität noch etwas weiter zu erhöhen? Und wir sehen halt durch ein großes Layer-2-Netz eigentlich keine wirklichen Vorteile. Wir machen viele Filteraufgaben auf den Knoten schon, um halt gar keine Broadcasts für das gesamte Netz zu haben, sondern die immer möglichst lokal zu halten, um halt auch das Grundrauschen im Netz gering zu halten.
Das heißt, so richtig Vorteile bringt uns das Layer 2 Netz dann nicht. Plus Batman selber, das Routing-Protokoll hat einiges an Overhead. Halt die ganzen Routing-Informationen, welcher Client befindet sich wo, wie komme ich dahin, werden für alle Clients ständig im ganzen Netz verteilt. Und jeder, der ein Freifunknetz betreibt oder auch nur einen Knoten betreibt, sieht ja, dass da relativ viel Datendurchsatz passiert, ohne dass irgendwie Traffic wirklich auf dem Knoten erzeugt wird. Daher der Ansatz dann für das Multidomain, dass man die Bereiche wieder kleiner macht und damit auch das Grundrauschen reduzieren kann. Mit Babel und L3 Roam, die gibt es irgendwie einen Ansatz, der probiert das zu lösen. Und zwar kriegt da, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder Client so sein eigenes Layer 2 Netz und das roamt er durchs komplette Netzwerk einfach mit sich herum. Was irgendwie eine recht radikale Umstellung ist, wie Freifunk funktioniert. Und als wir 2016 angefangen haben, doch 2016 war das schon erschreckend, 2016 angefangen haben, uns mit Parker auseinanderzusetzen, sah das noch nicht so aus, als wäre es jetzt fertig. Deswegen haben wir gesagt, ist das vielleicht nicht das Ding, worauf wir setzen wollen. Und wir haben dann mal angefangen zu experimentieren, wie weit kommen wir eigentlich mit nur überschaubaren Änderungen im Gluon, die ganzen Probleme, die uns das Batman und das große Layer 2 Netz mit sich bringen, so ein bisschen zu reduzieren. Und genau, da wird der Jan jetzt weiter erzählen, den technischen Teil dazu. Also in dem Teil würde ich auch drum bitten, wenn da irgendwelche Sachen unklar sind, einfach irgendwie Handzeichen geben, Frage stellen, ich wiederhole die dann. Sonst wird das vielleicht ein bisschen kurz und deckt nicht all die Fragen ab, die ihr vielleicht habt. Ich fange mit der Seite an, vom Client aus gesehen. Also das sind zwei mobile Clients, Laptops, Handys oder so und ein Access Point. Dieser Teil des Netzes bleibt eigentlich genau so, wie er bis jetzt in unserem Gluon-Batman-basierten Netz bis jetzt ist. Das heißt, die Clients kriegen per DHCP eine IPv4-Adresse, kriegen per Stateless Address Auto Configuration eine V6-Adresse und kommen damit erstmal in das Freifunknetz und auch ins Internet, wenn sie wollen. Das heißt, das soll genau so weiter funktionieren wie bisher. Wenn wir jetzt, wie auf dem Bild eben, neben dem Knoten einen weiteren haben, die irgendwie miteinander meshen können auf der Funkstrecke, dann möchten wir auch, dass man, wenn man von dem einen zum anderen geht, nicht komplett eine neue Adresse bekommen muss, sondern es soll wie bisher so funktionieren. Man nimmt seine alte Adresse, der neue Access Point, an dem man eingebucht ist, leitet den Traffic weiter und kommt von dort aus dann ins Internet oder in den Rest des Freifunknetzes. Soll idealerweise auch so bleiben, wie es bis jetzt ist. So, und jetzt in dem Teil, wo sich die Knoten mit unserer Backbone-Infrastruktur verbinden, da ändert sich die Struktur. Und zwar, eine grundlegende Änderung, die wir machen, ist, dass wir, wenn wir Batman auf dieser Strecke nicht mehr benutzen, brauchen wir eigentlich kein Layer 2 mehr. Insofern können wir auf das WireGuard-Tunnel-Protokoll wechseln. Das ist seit einer Weile recht bekannt irgendwie, dass man, es ist ein interessantes Projekt, VPNs zu machen, statt OpenVPN, IPsec oder so. Es ist direkt in Kernel eingebaut, hat dadurch ein bisschen weniger Overhead, weniger Context-Switches und insofern können wir den FastDD, den wir bis jetzt benutzt haben, durch WireGuard ersetzen. Da machen wir, wie gesagt, Layer 3 statt Layer 2 über diesen Tunnel, sparen damit ein bisschen Traffic ein. Bedeutet aber für uns, dass wir auf diesen Strecken richtiges IP-Routing machen müssen, statt dass wir das auf Layer 2-Ebene von Batman machen können. Machen lassen können. Insofern müssen wir uns da selber drum kümmern, da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Was das Routing auch bedeutet, ist, dass wir uns jetzt an jedem Knoten, der irgendwie mit unserem Tunnel verbunden ist, lokale IP-Adressen vergeben müssen, also ein lokales IP-Netz per DHCP an die Clients verteilen müssen. Das heißt, da haben wir jetzt einen DNS-Mask, der existiert im Gluon auch schon. Der kann IP-Adressen per DHCP verteilen, kann auch IPv6-Adressen verteilen. Den haben wir halt entsprechend so konfiguriert, dass er das in diesem Client-Netz auch macht. Und daher bekommen jetzt die Clients ihre IPv4-Adressen und IPv6-Adressen. Der betreibt auch lokal einen DNS-Cache, einfach um die Performance zu erhöhen. Und im Standard-Gluon gibt es diese Adresse, wo man direkt auf den lokalen Knoten zugreifen kann, um Statusinformationen abzurufen und so weiter. Und das macht er auch weiterhin so. Da braucht man jetzt weniger spezielle Einträge in diesen EB-Tables, also Ethernet Bridging Tables, die den Traffic umleiten. Das geht jetzt ganz normal mit Routing.
Das Mesh ist im Prinzip so ähnlich, wie wir das selber, wie wir das früher auch betrieben haben. Clientseitig ist es einfach Access Point Infrastruktur. Zu den anderen Knoten, die benachbart sind, ist es Batman jetzt über 802.11s, also das Standard Mesh statt Ad Hoc Mode, weil wir dann auch die neueren kleinen Billigrouter unterstützen können, die halt keinen Ad Hoc Mode mehr können. Funktioniert soweit ganz gut. Das heißt, Batman sprechen wir nur lokal zu benachbarten Knoten, nicht über den Tunnel. Damit performt es halt auch wesentlich besser. Der Batman-Knoten, der jetzt hier läuft, ist so eingestellt, dass er im Server- oder Gateway-Modus sich announced. Das führt beim Batman dazu, dass zum Beispiel DHCP-Anfragen, die von anderen Knoten kommen, zu dem nächstgelegenen Gateway in dem Batman-Mesh weitergeleitet werden. Das benutzen wir dann auch einfach so, wie es gedacht ist. Früher waren halt die Exit-Nodes in unserem Backbone waren als Batman-Gateways announced und davon hatten wir halt ein paar wenige. Und jetzt würden wir es dann so umstellen, dass halt jeder von den Access-Points, der einen Uplink hat, ist Batman-Gateway. Die Frage ist, ob wir DHCP nur auf den Border-Nodes betreiben. Ja. Genau, also wir benutzen den DHCP-Server und damit auch Batman-Gateway-Modus nur auf den Knoten, die tatsächlich einen VPN-Tunnel nach draußen haben, die also Traffic aus der lokalen Batman-Wolke ausleiten können. Also die sozusagen aus Batman-Client-Sicht einen Uplink haben. Ohne vorwegzunehmen, vielleicht kommst du ja später dann auch noch zu. Das heißt, ihr betreibt auch am Ende IP-Segmentierung. Ihr müsst ja irgendwie IP-Segmente dann von den DHCP-Servern aus verteilen. Genau. Also jeder Knoten, der einen VPN-Tunnel hat, muss ein eindeutiges IPv4-Netz, IPv6-Netz an seine Clients verteilen, damit der, die Clients, die in diesem Netz sind, auch erreichbar sind. Das heißt, wenn ich meine lokale Batman-Wolke wechsle, weil ich vielleicht irgendwie einige hundert Meter in eine Richtung gehe, wo zwischendurch kein Batman-Knoten ist und ich erreiche einen neuen, die sich gegenseitig nicht sehen, kriege ich eine neue IP-Adresse. Und das heißt, wir müssen halt auch Verwaltungsaufwand treiben, um den Knoten, die halt Border-Knoten sind, wie du sie gerade genannt hast, auch entsprechend ihre Subnets zuzuteilen, dass die im Netz auch immer noch eindeutig bleiben. Da kommen wir jetzt gleich zu. Genau, kommen wir gleich noch zu. Ist aber nicht manuell. Ja, also im Prinzip kann man lesen, glaube ich. Wir haben eine kleine Mechanik gebaut, die einerseits auf den Knoten läuft und sich von unserer Infrastruktur regelmäßig Node Access Point spezifische Konfigurationen abholt. Ist im Prinzip einfach JSON und die beiden wichtigen Teile, die da drin sind, ist einmal, welches IPv4, IPv6 Netz soll es an seinen Client verteilen? Das ist dieser Teil hier unten. Also welche Adresse benutzt er selber, welchen Bereich verteilt er an seine Clients. Und der Bereich da oben sind die Concentrators, also die VPN-Endpunkte, wo sich die Access Points hinverbinden. Und das ist in dem Fall öffentliche IP-Adresse davon. Das ist jetzt unser Experimentiernetz. Also öffentliche IP-Adresse von dem VPN-Endpunkt, wo er sich hinverbinden soll. Und der entsprechende WireGuard Public Key, damit dann eine authentifizierte Verbindung zustande kommt. Und diese Konfigurationsdatei holt sich der Knoten einfach über HTTP ab, schickt dabei seinen eigenen selbst generierten Public Key ab, mit, damit wir ihn wiederfinden können, schickt den Nonce mit, damit er Replays, also falls sich jemand dazwischen klinken würde, könnte er natürlich bei HTTP die Sachen alle ändern. Wir können kein HTTPS machen, weil auf diesen kleinen Boxen kein Platz für HTTPS ist, aber die haben klassisch schon auch in dem existierenden Gluon gibt es dieses U-Sign-Tool, was für die Authentifizierung der Firmware benutzt wird. Und genau diesen Mechanismus benutzen wir halt auch, um Konfigurationsschnipsel zu signieren und zu prüfen, dass die authentisch aus unserer Infrastruktur sind. Das heißt, beim Request schickt er eine Nonce mit und in der Antwort muss diese Nonce mit drin sein und die gesamte Antwort muss signiert sein. Und insofern kann sich der Knoten sicher sein, dass er eine authentische Antwort bekommen hat. Das macht er regelmäßig. Der Server sagt dann, wann er sich neu melden soll.
Wenn er eine Konfiguration bekommen hat, stellt er seine lokalen WireGuard-Tunnels ein, sodass sie sich zu den verschiedenen Concentratern verbinden und stellt den DHCP-Server, die lokalen Interfaces so ein, dass er dieses Client-Netz dann dort verteilt. Das heißt, die Dinger booten, melden sich bei unserer Infrastruktur an, der Benutzer muss erstmal nichts machen, kann wie bisher über den Config-Modus ja, seinen Namen oder einen Namen des Routers hinterlegen, eine Koordinate hinterlegen, die dann klassisch per Respond-D verteilt wird, intern im Netz. Aber sozusagen für die eigentliche Verbindungsaufnahme muss der Nutzer nichts mehr tun. Der meldet sich bei unserer Infrastruktur, kriegt einen Adressbereich zugewiesen, kriegt eine Antwort von diesem Config-Dienst. Was verwendet ihr als Erkennungsindikator, um den Node sozusagen zu identifizieren, um dann herauszufinden, welche Konfiguration propagiert werden muss für den Knoten? Ja, das ist im Prinzip einfach der WireGuard Public Key, den sich der Knoten selbst erzeugt hat. Das heißt, wenn man den Factory resettet, kriegt er halt eine neue. Wir kriegen mit, irgendwie, der hat sich jetzt einen Monat nicht mehr gemeldet, vielleicht verteilen wir die Adressen neu. Also das ist die eindeutige Identität, die er dann hat. So, das heißt, mit dieser Konfiguration hat jeder Knoten, der irgendwie Internetverbindung zu uns hat, über seinen WAN-Port, kriegt eine Konfiguration, kriegt seine Adressen konfiguriert, kriegt seine Tunnels konfiguriert und baut Tunnels in unsere Infrastruktur auf. Und kann damit dann auch, also, das ist der eine Teil, der läuft, bis eine Verbindung steht und dann regelmäßig auch schaut, ob sich die Konfiguration ändert. Gleichzeitig läuft ein weiterer Daemon, den wir in Lua geschrieben haben. Danke an Casa, der sich das angetan hat. Der schaut, welche von den WireGuard-Tunnels tatsächlich funktionieren, wählt davon einen aus und stellt darüber das IP-Routing ein. Das ist ein ja, sehr simpler Routing-Daemon, der einfach die WireGuard-Keep-Alives benutzt, um zu sehen, welche von den Tunnels tatsächlich funktionieren. Und um auch festzustellen, ob er überhaupt Uplink hat, also wenn kein Tunnel mehr funktioniert, nimmt das DHCP auch zurück, nimmt die Routen raus, dass er dann auch nicht mehr Border-Knoten ist, also auch kein Batman-Gateway mehr ist. Stoppt den DHCP-Server. Stoppt den DHCP-Server und wird dann einfach nur zu einem Mesh-Knoten. Ja, verlängert einfach nur die Wi-Fi-Reichweite. So, das ist im Prinzip auch das, was bei dem Knoten dann passiert. Der hat keinen eigenen Uplink. Macht eine Batman-Verbindung zu dem benachbarten Knoten, hat halt keine lokale Konfiguration, erreicht das Internet nicht selber, macht kein DHCP, kein DNS-Server und spricht einfach nur Batman-Mesh mit seinen Nachbarn. Oder optional über Mesh-Online, wie man das auch bei den existierenden Gluon-Firmwares kennt. So, jetzt auf der anderen Seite, bei uns in der Infrastruktur. Ich habe das hier mal in dem Graphen voneinander getrennt. Wir haben die Concentrators, das sind die Rechner oder VMs, wo sich die Clients per VPN hinverbinden. Und die Exits, die dann wiederum die Verbindung zum Internet herstellen. Das kann theoretisch natürlich auf denselben Kisten laufen. Jetzt zum Erklären, es ist ein bisschen einfacher, das voneinander zu trennen. Da haben wir klassisch auf unseren Gateway-VMs Policy Routing gemacht, so wie wir das irgendwie von anderen Freifunk-Communities abgeschrieben haben. Mittlerweile gibt es aber im Linux-Kernel Support für VRF, nennt sich Virtual Router Function. Damit kann man diese verschiedenen ja, Traffic-Klassen, Traffic-Bereiche, Adressbereiche strikter voneinander trennen, als man das mit Policy Routing machen kann. Man kann das, ja, wenn man sich gut auskennt, kriegt man das auch mit Policy Routing hin, ist aber oft verwirrend und fehleranfällig. Ja, VRF jetzt richtig zu erklären, wäre wahrscheinlich ein eigener Vortrag an sich. Wer dazu Fragen hat, kann es im Nachhinein ansprechen oder bei unserer Strato 0 Assembly vorbeikommen, zeige ich gerne was. Macht es aber im Prinzip einfacher, Interfaces, die, wie die, zum Beispiel unsere WireGuard-Tunnels oder Tunnels zu anderen Backbone-Rechnern, die eigentlich nur Client-Traffic transportieren, so zu gruppieren, dass sie nur untereinander routen. Und der Traffic liegt nicht irgendwo anders raus. Man kann auch komplette Dienste wie ein Webserver oder ein NTP-Server oder was man halt auch für die Clients anbietet, nur in diesem VRF zur Verfügung stellen. Ist ziemlich übersichtlich eigentlich, würde ich also empfehlen. Hat jetzt auch nichts mit Projekt Parker an sich zu tun, kann man auch einfach als Ersatz für Policy Routing in anderen Fällen benutzen. Für die Konfiguration, die ich eben erwähnt habe, läuft auf diesen Concentrator Nodes ein ETCD,
Das ist hier von diesen Cloud-Leuten irgendwann mal gebastelt worden, um Konfiguration zu synchronisieren. Funktioniert ziemlich gut auch in unserem Setup. Ist im Prinzip einfach ein Key-Value-Store, der über mehrere Rechner synchronisiert ist. Ich kann da Sachen reinschreiben, ich kann Sachen rauslesen und habe immer einen konsistenten Blick auf diese gesamte Konfiguration. Das heißt, für jeden Knoten, der sich bei uns gemeldet hat, haben wir da einen Datensatz drin, der sagt, welche Adressen sind das, welche WireGuard Public Keys verwendet der, welche Nummer hat der, wann hat er sich das letzte Mal verbunden, und alle Knoten bei uns im Backbone haben Zugriff auf diese Informationen, sodass auch alle VPN-Gateways, die im Netz sind, tatsächlich ja diese Verbindung auch alle gleichzeitig annehmen. Die Backbone-Rechner untereinander verbinden wir auch einfach mit WireGuard-Tunneln. Im Moment ist das ein voll vermaschtes Netz, darüber läuft OSPF. Das heißt, die können sich alle gegenseitig erreichen, je nachdem, wie die Tunnels gerade zur Verfügung stehen. Und die Concentrators, die eine Verbindung zu einem Knoten haben und die aktiv ist, announcen in diesem OSPF den jeweiligen Adressbereich des Knotens, der dahinter erreichbar ist. Das heißt, wenn ein Knoten von einem Concentrator auf den anderen wechselt, kriegt der Concentrator das mit, zieht die Routen auf dem einen zurück, legt sie auf dem anderen neu an und das Routing wechselt halt über den anderen Weg. Damit können sich auch alle Knoten, die sich zu unseren Concentratoren verbinden, gegenseitig erreichen. Klassisches IP-Routing. Für die Exits, also die Verbindung im Internet, hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Das VRF macht es ein bisschen einfacher. Die Verbindung nach draußen ist in unserem Fall BGP über einen GAE-Tunnel zum Freifunk Rheinland. Vielen Dank, Andi. Das ist wunderbar. Und da haben wir im Moment zwei Exit-Knoten, die halt den Traffic unter sich aufteilen. Und wir machen auf jedem von den Knoten NAT, sowohl für V4 als auch V6, weil wir damit unabhängig sind davon, über welchen Uplink-Provider wir gehen. Also wir brauchen nicht neue IPv6-Adressen, andere Clients verteilen, weil wir von einem Freifunk Rheinland irgendwo anders hin wechseln oder vielleicht mehrere gleichzeitig benutzen wollen. Ist nicht schön, aber ist immer noch weniger Schmerzen als das ganze Renumbering. Was spricht dagegen, einfach multiple IPv6-Präfixe zu verteilen? Ich habe das noch nicht in funktionierend gesehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass man dann oft auf einem Gateway Absenderadressen sieht, die eigentlich nicht zu diesem Gateway gehören, weil die Clients einfach eine beliebige Adresse nehmen und dann eine beliebige Route und nicht darauf achten, dass die zusammenpassen. Das kann mittlerweile besser sein. Das letzte Mal, dass ich das probiert habe, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Das will man vielleicht nicht mit 14 auf den Punkt machen. Ja, also steht auch auf der späteren To-Do-Liste noch. Wir müssen noch viel testen und da kann man solche Sachen auch nochmal sicher verbessern. Aber im Moment ist es einfacher für unser Experiment, einfach NAT zu machen, das Renumbering nicht zu machen. Und man hat halt fest konfigurierte Netzbereiche, die die Clients announcen. Könnte natürlich jetzt in dem JSON-File auch einfach mehrere Adressen auflisten. Man erweitert die Konfigurationslimits ein bisschen und announced mehrere Adress-Prefixes. Durchaus vorstellbar. Zu dem Aufbau von dem Netz noch Fragen? Dann gehen wir noch ein bisschen weiter zu den Diensten, die wir anbieten. Also intern in unserem Netz gibt es eigentlich ja drei wichtige Dienste, die wir zurzeit betreiben. DNS für die Clients primär, NTP, damit die irgendwie eine ordentliche Zeit haben, und unseren Firmware-Update-Server. Die betreiben wir unter Anycast-Adressen auf einer Auswahl von Concentratoren in unserem Backbone-Netz. Das heißt, wenn da jemand ausfällt, sind immer noch andere erreichbar und man erreicht immer die nächstgelegenen. Das funktioniert mit dem OSPF ganz gut. Ja. Ansonsten die Firmware-Upgrade-Mechanik ist halt weiterhin normales Gluon, das fassen wir weiter nicht an, um halt da auch einfach vom Upstream zu profitieren und da nicht nochmal selber Hand anlegen zu müssen. Das ist ganz klassisch, so wie bisher. Von außen erreichbar ist nur diese Node-Konfiguration,
der Service, dass man sich halt die Konfiguration runterladen kann, der ist per HTTP, wie gesagt, erreichbar. Auf der Serverseite ist das ein kleiner Python-Dienst, der einerseits mit dem etcd redet und auf der anderen Seite einen Webservice anbietet. Das sind, glaube ich, irgendwie 200 Zeilen Python oder so. So, wir haben natürlich eine ganze Menge noch zu tun. Kurze Zusammenfassung, wir wollen noch ein bisschen testen, insbesondere ja, Setups, die lokal in der Batman-Wolke ein bisschen größer werden. 2, 3 Uplinks gleichzeitig, davon welche haben, die den Uplink verlieren, wieder neu hinzukommen. Wie kommen die Clients damit zurecht? Wie funktioniert das Roaming? Funktioniert das so gut, wie wir uns das erhoffen? Wir wollen es dokumentieren. Vielleicht noch da auch hinterher. Einmal hat man natürlich das Problem, wenn man in so einer Mesh-Wolke ist und man zieht immer weiter. Das Batman kann natürlich dafür sorgen, dass der Traffic noch zum richtigen Uplink-Knoten kommt, oder zum richtigen Knoten mit seinem eigenen Uplink kommt, weil naja, man weiß ja immer noch, wer das eigene Gateway ist, das ist ja noch adressiert. Es gibt dann so Grenzfälle, wenn man von einer Mesh-Wolke in die nächste wechselt. Die SSID ist dieselbe, wie verhalten sich die Clients, wenn sie dann plötzlich in einem anderen IP-Range rausfallen? Ist das alles so, funktioniert das alles so, wie wir uns das wünschen? Also, wie ist das mit Links, die ein bisschen instabil sind? Wie gut hat man dann noch die Performance an der Stelle? Also aktuell wollen wir damit umgehen, indem wir halt die DHCP-Timeouts relativ klein machen. Das tut nicht so weh, weil der DHCP-Server läuft lokal in der jeweiligen Batman-Wolke. Insofern belasten wir damit nicht irgendwie die VPNs oder die Gateways. Sollte hoffentlich ganz gut funktionieren. Ja, wie gesagt, Doku müssen wir noch schreiben. Alles, was wir jetzt aktuell haben, liegt in einem Ansible und Vagrant Setup. Gut, kann man sagen, ist irgendwie ausführbare Dokumentation, aber ich glaube, das reicht wahrscheinlich nicht, wenn wir Leute haben wollen, die uns helfen wollen. Insofern ist da noch was zu tun. Vielleicht dann da auch direkt eingehakt, die Sachen, die zum Gluon gehören, sind aktuell auf einem Gluon-Fork bei uns gestapelt. Das heißt, also wir haben das normale Upstream-Gluon 2018 Next, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und also das wieder auf OpenWrt basiert. Genau, und haben da unsere Änderungen oben drauf liegen und rebasen uns dann halt immer weiter vorwärts und haben eine Handvoll Pakete, die wir mit reinziehen, sodass wir auch da die Gluon-Mechaniken benutzen, soweit sie halt da sind. Genau, aber ja, halt immer noch schauen müssen, dass wir halt keine Merge-Konflikte haben, wenn wir uns halt wieder weiter rebasen. Also aber noch nicht perfekt an der Stelle. Die Änderungen sind aber relativ überschaubar. Hauptsächlich schalten wir halt Sachen ab, die Batman oder Mesh VPN betreffen und packen stattdessen unsere eigenen Pakete rein. Monitoring für unsere Backbone-Infrastruktur müssen wir noch tun, damit man mal sieht, wann was kaputt geht. Monitoring für die Nodes gibt es per Respawn-DB, gibt es auch fertige Sachen. Was da noch fehlt, ist, dass wir unseren eigenen Configuration-Daemon überwachen wollen und das WireGuard. Die Tunnels müssen überwacht werden. Ja, und dann zuletzt dann die Migration eines echten Netzes zu einem neuen Parker-Netz. Also wie schafft man es, ein unser vorhandenes Gluon-basiertes Freifunknetz dorthin zu migrieren? Ist ja das gleiche Problem, als würde man jetzt das Batman-Routing-Protokoll tauschen oder ähnliches. Haben andere Freifunk-Communities gelöst, aber ist halt für uns ein neues Problem. Das heißt, da müssen wir dann entsprechend auch nochmal ran, das für uns erarbeiten, das testen, wie gut funktioniert das. Auch rausfinden, wie funktionieren vielleicht Knoten, die mit irgendwelchen esoterischen Konfigurationen im Netz unterwegs sind, noch, wenn wir unsere Updates einspielen. Ich denke, da ist auch noch einiges zu testen. Ja, ein paar Experimente haben wir schon gemacht. Scheint zu funktionieren. Wir sind ja hier in Leipzig, vielleicht kennen auch mal die ewig steinzeitaltliche Software FF-Something. Das ist ja in vielen, also mehr als 12, 13 Jahren geschrieben in Pre-Django. Applikation, mit der man halt diese Node verwaltet macht. Ich nehme an, dass ihr auch sowas wie eine Node-Verwaltung dann machen müsst, weil ihr ja sozusagen dann eine Registrierung pflegt, welche Knoten sozusagen in dem Netz existieren und dann ein IP-Segment bekommt. Habt ihr euch da schon Vorstellungen gemacht, wie ihr diese Node-Verwaltung aufstellen wollt? Ist das in diesem Python-Glue, den ihr da geschrieben habt, schon mit drin? Da ist noch nichts drin. Das würde dann letztendlich im Hintergrund auf die Daten, die im etcd drin sind, drauf zugreifen müssen, statt irgendwie klassisch einer SQL-Datenbank oder so. Da haben wir noch nichts gebaut. Bisher haben wir da auch nicht viel Aufwand getrieben. Also in Braunschweig läuft das klassisch so, jemand flasht sich die Firmware auf den Router, richtet den Config-Mode an, kriegt so einen im Prinzip den Fastly-Schlüssel angezeigt. Ja, Public Key.
und den submittet man auf einer Webseite von uns, dann kriegen wir eine E-Mail, bestätigen das einmal und dann wird das auf die VPN-Server gesynkt. Insofern, also wir hatten nicht wirklich Bedarf, dass wir dann Leute aussperren. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Mir geht es gar nicht um das Aussperren, sondern mir geht es ja darum, dass ihr IPv4-Segmente verteilen müsst. Das heißt, ich habe da zum Beispiel vorhin gesehen, ihr hattet irgendwie 10.4.0.0/24 oder sowas. Ne? Ja, da stand es. Genau, 10.0.4.1 ist die Adresse und es verteilt ein 22er Netz, ganz schön riesig. Da hat mich interessiert, ich habe jetzt eine Community, nicht absehbar, wie viele Knoten. Da kommen Knoten dazu. Das heißt also, diese Segmentierung des letztendlichen Community-Netzes müsste ja entweder sozusagen als Turnschuh-Admin-Arbeit irgendwie abgebildet werden, dass da jemand sitzt und klickt und die provisioniert sozusagen diese Netze. Oder aber, dass man sich einen Algorithmus überlegt oder einen Mechanismus, mit dem sozusagen diese Segmentierung automatisch vonstatten geht. Dann laufe ich aber ja schon wieder in die nächsten Probleme rein. Was ist, wenn ich einen Hotspot irgendwo stehen habe, wo viele Leute unterwegs sind, ist da meine automatische Segmentierung dann so, dass die Segmente, die rauspurzeln, so klein sind, dass dann am Ende vielleicht an dem Hotspot sogar alle Adressen auslaufen oder sowas. Ne? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wie ihr diese Segmentierung überhaupt machen wollt? Ja, also wir sind relativ klein mit den 300 Knoten. Insofern war irgendwie der Trade, also wie es im Moment funktioniert ist, jeder Knoten kriegt einfach eine ID, die Szene war hoch, und verteilen danach 1024 große Netze. Einfach nach diesem Schema. Und ein Knoten ist dann da, wenn er im etcd einmal bekannt war. Das heißt, wir sehen im etcd, welche Knoten hatten wir bisher und die nächste freie ID ist das nächste Netz, was rausgeht. Und die sind jetzt auch immer gleich groß. Das heißt, also was du ansprichst mit, wir brauchen vielleicht größere Netze, ist für uns ein Problem, was wir noch nicht weiter angesehen haben. Im Zweifel kann man einfach in dem etcd ein anderes Netz einstellen und das wird verteilt, händisch. Also, im Moment rechne ich nicht damit, dass das so häufig passieren sollte. Wenn sich herausstellt, die Netze waren alle zu groß und wir kriegen zu viele Knoten, gehen wir halt einmal über die ganze Datenbank mit dem Skript drüber und machen sie alle kleiner. Hier vorne war noch eine Anmerkung. Ah, das heißt aber, ihr habt ja schon eine Datenbank, in der ihr die Daten dort hinterlegt habt. Oder sind es einfach nur Plaintext-Files, in denen ihr die Segmentierung drin habt? In dem aktuellen Netz oder im neuen? Yes. In dem aktuellen haben wir ein Git-Repository, wo die Keys drin sind. Genau, also jetzt verteilen unsere Gateways, klassisches Gluon, unsere Gateways haben jeweils eine IP-Range und die verteilen sie per DHCP. In dem neuen Netz haben wir eine Datenbank, dieses ECDD ist die verteilte Datenbank, über die alle Concentrator wissen, welche Knoten gibt es und wo auch diese Konfigurationen bekannt sind. Also mit dem ECDD haben wir... ETCD, so rum. ETCD. Dankeschön. Haben wir schon eine Datenbank, aber es ist halt kein SQL, sondern es ist halt eine Key-Value-Datenbank als verteiltes System. Also im Prinzip steht da für jeden Knoten drin, was ist sein WireGuard Public Key, was ist seine Nummer und was sind seine Netze. Und das ist einfach, ja, Key-Value kann man ändern über ein Command-Line-Interface oder über ja, eine API aus Python. Das USign habt ihr jetzt aus dem FastD rübergenommen, nehme ich an. USign hat erstmal nichts mit FastD zu tun. Das USign. Ja, das ist. Ich dachte mal, das wäre aus dem FastD, weil da auch die FastD-Keys herkommen, oder? Nee, das sind zwei unterschiedliche Sachen im klassischen Gluon. Okay, also man kann das FastD rausschmeißen, sodass ihr nicht FastD und WireGuard mitnehmen müsst. Okay. Genau, also FastD ist bei uns rausgeflogen. Das ist klar, logisch. Und das USign wird von dem. Gluon Auto-Updater benutzt, um zu prüfen, dass die okay ist. Und insofern existiert das schon, wir benutzen das Binary so. Okay, die andere Sache ist hinsichtlich des Roaming-Verhaltens, dass also Knoten, die aus dem einen Netz rausfallen, von einem Konzentrator war es jetzt? Also aus einem Node mit Uplink und bei einem anderen wieder auftaucht, dann eine neue IP-Range hat. Wenn ihr dort das Verhalten, ihr sagtet, ihr würdet es noch testen, wenn ihr das dokumentieren könntet, würde wirklich sehr weiterhelfen, weil wir nämlich gerade sehen, dass es sehr stark vom Client-Betriebssystem abhängig ist, dass also selbst wenn man die DHCP-Lease-Time auf ungesund niedrige Werte setzt, ich sage jetzt mal 60 Sekunden, dass dann trotzdem die Knoten, die Clients hingehen und das einfach schlicht ignorieren. Und wenn das neue Netz kommt, erstmal gucken, was passiert denn, wenn ich mit der alten IP weiterarbeite. Und wenn dann nicht ein ganz klares Nack kommt oder ganz klare Antworten, dass dann erstmal versucht wird,
Ewigkeiten lang auf diesen alten IPs rumzureiten. Ja, also wenn du, sobald wir das machen, werden wir das dokumentieren. Dazu vielleicht eine Anmerkung, das habe ich auch schon gesehen. NAC dort explizit für die Ranges, die im aktuellen Netz irgendwie nicht sichtbar sind, wäre vielleicht eine gute Idee. Weil es gibt wirklich Dinge, die benutzen einfach die IP weiter, machen dann einen Request da drauf und benutzen sie, solange da niemand antwortet, erstmal einfach weiter. Ja, also da das bei uns der DNS-Mask macht, würden wir nochmal nachschauen, ob der das richtig macht. Ganz wichtig, Leute, NAC kriegt ihr nur auf einen Request. Ja, wenn der Client so dumm ist und bei der Reassociation auf die nächste Funkzelle interessiert das seinen DHCP-Client herzlich wenig. Deswegen versucht er auch mit der IP einfach weiter zu telefonieren. Und erst wenn die Lease abläuft, kommt ja der neue Request gegenüber dem DHCP-Server und der andere DHCP-Server hat dann die Chance, das mit NAC zu beantworten. Aber vorher macht der Client einfach, was er will. Das ist ja das Problem. Wenn du die Lease-Time extrem niedrig setzt, gibt es irgendwelche Client-OS, die dann der Meinung sind, das ist broken und nehmen einfach mal irgendwas an. Also wir werden verschiedene Sachen ausprobieren und dokumentieren. Ja, dann gehen wir nochmal, wo waren wir hier? Genau, dann ist das wieder deins, glaube ich. Achso, ja, kann ich weitermachen. Was uns auch noch interessieren würde, wir haben jetzt zwischen einem Knoten und den Gateways mehrere WireGuard-Tunnel, die unter Umständen nutzbar sind, wenn wir mehrere Concentrator haben. Jetzt wäre eine Idee, dass man diese mehreren Strecken nutzen kann, um darüber Equal Coast Multipath Routing zu machen. Also den Traffic über die mehreren Strecken dann wieder zu verteilen, um sie dann im Netz hinten dran wieder zusammenfassen zu können. Genau, das wäre nochmal ein spannender Teil. Haben wir bei unserer Event-Infrastruktur schon mal ein bisschen ausprobiert, wo wir dann tatsächlich separat Uplinks haben, über die wir die Tunnel dann separat führen. Wie man das so machen kann, dass die Leute das verstehen, müssen wir uns noch anschauen. Aber ja, vielleicht mal ein Versuch wert. Das andere ist, für unsere Tests und Experimente ist es aktuell immer ziemlich nervig, dass man irgendwie 5 von diesen Billigroutern auf dem Tisch liegen hat und die dann alle neu starten muss und irgendwie dann serielle Konsolen dran anschließen muss, um halt solche Experimente wie mit dem Roaming zu machen. Da haben wir ein bisschen angefangen, uns anzuschauen, wie man das in Virtualisierung machen kann. Im Linux-Kernel gibt es zum Beispiel dieses Mac 802.11 HWSIM-Modul, was im Prinzip eine virtuelle WLAN-Karte ist. Das haben wir dann über QEMU-Interfaces nach draußen geleitet, wo wir den virtuellen WLAN-Traffic untereinander weitergeleitet haben. Also wir haben einfach ein paar kleine QEMU-Maschinen, die virtuelle WLAN-Karten haben, die dann darüber Batman miteinander sprechen können. Im Prinzip gebridged, ja. Also da sind dann halt auch noch die WLAN-Metadaten, welcher Channel war das mit drin, sodass man, dass nur die sich sehen können, die auf demselben Channel sind und solche Sachen. Funktioniert noch nicht so richtig stabil, aber wir wollen noch dran arbeiten. Ja, also auch nicht nur gebridged, sondern man kann auch so Empfangsfeldstärken verhalten, Packet Loss und solche Dinge damit simulieren. Wie schon gesagt, funktioniert noch nicht so richtig gut, dass man das jetzt im produktiven Testingbetrieb einsetzen kann, aber ist sehr vielversprechend. Also gerade um reproduzierbar auch Netze testen zu können und sich nicht darauf verlassen zu müssen, dass der Nachbar vielleicht seine Mikrowelle gerade nicht benutzt, weil sonst 2,4 GHz WLAN sich anders verhält, das wäre man damit dann auch los. Also dieses Mac 802.11 HWSIM ist klassisch eigentlich dafür gedacht, dass man einige Dutzend WLAN-Interfaces im selben Kernel hat, die dann untereinander kommunizieren können, was uns halt für die Freifunktests wenig hilft, weil wir eigentlich die möglichst unmodifizierte Gluon-Firmware irgendwie laufen lassen wollen, die davon ausgeht, dass sie irgendwie ein oder zwei Interfaces hat. Und insofern der Umweg über QEMU und die dazugehörige Bastelei. Ja, ein bisschen haben wir schon angefangen. Genau, also wäre jetzt nochmal der Zeitpunkt, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen habt, ruhig damit loszulegen. Wir haben noch ein gutes Stück Zeit. Also klingt das so, als ob das funktionieren könnte? Vielleicht bei euch auch? Findet ihr das interessant? Ich bin immer noch traurig. Ich komme ja aus einer ganz alten Zeit, in der wir noch viel mit OLSR gebaut haben. Und als das alles über den Haufen geworfen wurde und Gluon kam mit Batman Advanced, ist mein Herz gebrochen und es ist immer noch kaputt.
Weil Freifunk soll nicht nur eine Online-Infrastruktur sein, die im Internet angedockt ist, sondern ich würde es gerne weiterhin als Parallelinfrastruktur sehen, und dazu muss es Offline-Wolken geben können, und das ist leider in dem Ansatz auch nicht möglich. Ja, kann ich dir völlig recht geben. Das ist dann so ein bisschen die Frage, wo kommt man da zum politischen Teil? Das ist bei uns sehr motiviert daraus, was passiert in unserem Freifunknetz. Und in unserem Freifunknetz, also ich weiß, dass wir mal Dienste hatten, die innerhalb des Freifunknetzes waren. Und Intercity-VPN hatten wir auch mal? Wir hatten auch mal Intercity-VPN, aber wir hatten nie den Eindruck, dass die Leute das wirklich benutzen wollen. Die sagen, wir möchten mit der Technik spielen. Das sind eher relativ wenige. Und wir hoffen eigentlich, dass wir, dadurch, dass man immer noch Layer-3-Routing in dem Netz machen kann, ist das immer noch eine Option. Aber ich gebe dir recht, man hat kein unabhängiges Parallelnetz damit gebaut. Ja. Ja, ein Punkt, der jetzt hier noch drunter steht, wir würden gerne noch mehr automatisiert testen. Wir haben das gerade schon mal angesprochen, also generell Testing ist halt bei uns noch eine Sache, und wir würden gerne in der Lage sein, auch automatisiert Freifunk-Images zu testen, also auch in der Lage zu sein, mal ein Image auf eine echte Hardware zu flashen, da Tests drauf laufen zu lassen, um dann auch sehen zu können, funktioniert das, haben wir irgendwelche Regressions durch Änderungen, die wir gemacht haben, also gerade wenn man anfängt, viele Änderungen zu stapeln, will man nicht alles von Hand testen müssen. Funktionieren Updates, Downgrades? Genau, funktionieren Updates, Downgrades, sind die Features danach noch da. Dazu haben wir angefangen, ein bisschen was zu machen, was ein aktuelles Gluon testet auf einer Hardware. Können wir sonst gleich auch nochmal einen Blick drauf werfen, wenn da Interesse besteht. Aber da geht es halt eigentlich auch noch weiter. Wir haben gerade ein Stück Hardware da liegen, was einen fest definierten Durchlauf an Tests macht. Das kann man durchaus noch einiges erweitern. Wechselst du gerade darüber, Jan? Oder? Kann ich mal machen, ja. Ja. Also vielleicht mal ein bisschen Input dazu. Ich habe keine Ahnung, ob das in eurem Szenario funktioniert. Ich komme aus der Operations-Server-Welt und nicht aus dieser Geschichte. Aber was interessant sein könnte, ist, es gibt von ArchSpec, das ist ein Testsuite aus der Ruby-Welt, eine Erweiterung, die heißt ServerSpec. Damit kann man tatsächlich irgendwie Setups testen. Und dann gibt es noch ein Framework, das heißt Testkitchen, da sitzt da oben drauf. Und da kann man irgendwie so prinzipiell so Hardware-Setups ausrollen und testen. Keine Ahnung, ob das in dem Zusammenhang funktioniert. Das heißt, virtualisierte Setups bauen und dann testen. Okay, ja. Ja. Ja, genau, ich wechsle mal rüber. Also was wir gemacht haben, wir haben halt letztendlich ein echtes Stückchen Hardware genommen, also einen 841V irgendwas, der noch rumlag, weil wenn der kaputt geht, ist das nicht teuer. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben das ganze Ding zusammen mit einem Raspberry Pi als Testserver auf ein Holzbrett geschraubt. Wir haben ein paar Relais, mit denen können wir Spannung an- und ausschalten, können wir einen Reset-Taster drücken, haben die serielle Schnittstelle und haben Netzwerk drauf. Und wir haben dann einen Testing-Stack, das ist LabGrid, ist dafür gedacht, um ja, Embedded-Hardware testen zu können, also greifbar zu machen im User-Space. Und das hat ein PyTest-Plugin. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, man kann es vielleicht ein bisschen erahnen, Tests zu schreiben. Was hast du für ein Tastatur-Layout? So wie es draufsteht, Steuerung Plus. warum? Genau, das heißt, wir sind jetzt in der Lage, einfache Tests zu schreiben, sowas wie, wir möchten mal den U-Boot fragen, also möchten das System in einem Zustand haben, U-Boot, und möchten jetzt mal gucken, was für eine Version kommt denn da eigentlich raus? Funktioniert das Kommando? Ist das eine Version, die wir erwarten? Das ist mal so als ganz doofes Beispiel, was man machen kann. Genauso kann ich aber auch formulieren, ich möchte jetzt in den Linux-User-Space booten und möchte dann dieses Kommando absetzen und schauen, ob mein Gateway mir in einem Ping antwortet. Und so haben wir eine Test-Suite von sowas wie, ich glaube, 70 Tests aktuell, die dann halt durchlaufen und auf der echten Hardware verschiedene Sachen in unserer echten Infrastruktur testen können. Und das wäre halt echt cool, wenn man das auch für Parker könnte, aber wenn man das auch für andere Hardware könnte, vielleicht auch für einen Upstream-Gluon könnte, dass nach jedem Commit oder nach jedem Pull-Request-Merge das Ding einmal durchgebaut wird, geflasht wird und man schaut mal, ob es da noch Dinge tut. Wenn da Interesse besteht, würde ich mich da echt über Input freuen. Vielleicht kann man sich da auch zusammen dran setzen, sowas weitermachen. Ist halt doch ein bisschen Fummelarbeit, bis das alles so funktioniert, wie es soll, aber Infrastruktur ist jetzt da. Das muss man eigentlich nur noch weitermachen. Ja, sonst, wir haben die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, sind im Prinzip, also die Slides werden wir auch irgendwie hochladen, sind bei uns auf unserem GitLab-Server. Das Ansible Vagrant Ding, womit man sich das auf dem Laptop einfach komplett aufsetzen kann. Der macht halt drei Concentrator, ein Exit, ein Node, der unter Debian läuft.
womit man sozusagen mit den ganzen Setup erstmal spielen kann. Das funktioniert soweit. Unser Gluon-Fork mit den paar Patches obendrauf, die zusätzlichen Pakete und ja, unsere Side-Config als Beispiel, aber da steht wahrscheinlich für die Leute hier nicht wirklich was Neues drin. Ja, also die Idee ist, dass man so wirklich nachbauen kann, wie es mit den Sourcen, so wie es bei uns auf dem Tisch liegt. Also das ist auch der Mechanismus, mit dem wir das dann testen. Wir haben eine kleine APU, wo wir dann halt sozusagen den Kernnetzteil davon per Vagrant instanzieren und dann die echten per Gluon gebauten Router dagegen testen können. Das ist im Prinzip, wie wir das bei den letzten Entwicklungsrunden dann betrieben haben. Ja, sonst wenn noch Interesse besteht, wir sind später wieder an der Stratum 0 Assembly, kann ich auch noch zeigen, wie das mit den VRFs funktioniert oder wie unser Vagrant Setup aussieht oder was auch immer. Eine Weile sind wir sicherlich da.